Borsaer Heimatverein und der Rudor Heimatverein aus Berlin pflegen seit vielen Jahren eine Verbindung und treffen sich jedes Jahr sowohl in Pausa als auch in Berlin. Wir befinden uns hier auf einer Fahrt durch das Vogtland. Was ist das für eine Fahrt? Wir wollen mit dieser Fahrt, nicht mit dem PKW, sondern heute mit dem Zug, den Berlinern die Schönheit unserer vogtländischen Heimat zeigen. Das Nahverkehrssystem im Vogtland bietet dazu günstige Möglichkeiten und man kann in aller Ruhe einen Tag lang mit der Vogtlandbahn GmbH zu einem preisgünstigen Ticket durchs Vogtland fahren und die Schönheiten dieser Landschaft genießen. Und genau das wollen wir den Berlinern heute zeigen. Gibt es da spezielle Haltepunkte oder spezielle Punkte, die besonders schön sind? Die Strecke ist insgesamt sehr schön, aber vielleicht kann man hervorheben die Fahrt über das Elstertal auf der Elstertalbrücke. Oder später werden wir in das vogtländische Skigebiet nach Schöneck kommen. Ein sehr beliebtes Urlaubsziel mit zunehmender Frequenz durch Urlauber aus allen Bundesländern. Wir werden durch die Wälder des oberen Vogtlands fahren und zum Schluss in Adorf wieder im Elstertal landen und dort eine schöne alte Stadt sehen. Adorf ist eine alte Stadt, sagten Sie, die besonders empfehlenswert ist, sich anzusehen. Betrifft das die Bauten oder in welchem Bezug steht das? Adorf liegt an der alten Handelsstraße nach Adorf, hat aber von der historischen Substanz um den Markt herum nur bedingt auch historisch zu bieten. Aber Adorf zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Dort gibt es eine Ausstellung, Klein Vogtland genannt, wo repräsentative Bauwerke des Vogtlands in Miniformat zu besichtigen sind. Und als zweites gibt es ein sehr schönes Heimatmuseum, wo unter anderem die Verarbeitung von Perlmutt aus der früheren Muschelfischerei hier im Vogtland dokumentiert wird und auch der Rest dieser Industrie, die heute noch besteht, zu sehen ist. Muschelfischerei, sagten Sie. Muschelfischerei, das heißt, dass Sie hier Muscheln finden. Früher waren die Bäche im Vogtland mit Muscheln besetzt und ein Großteil der Perlen, die der sächsische König hatte, stammen also hier aus dem Gebiet der Elster und seinen Nebenbächen. Kann man darauf schließen, dass das Vogtland vielleicht mal früher unter Wasser war und sich die Muscheln in grauer Vorzeit angesiedelt haben und bis heute erhalten haben? Nein, da haben wir uns missverstanden. Es handelt sich also um den Fang lebendiger Muscheln, die früher betrieben wurden. Und heute leider gibt es nur noch in streng geschützten Gebieten Restbestände dieser Flussperlmuschel. Und es gibt große Anstrengungen von Seiten des Naturschutzes, diese Bestände zu erhalten und auch wieder auszudehnen. Also eine solche Inlandmuscheln, ja? Ja, es ist eine Süßwassermuschel, die in Bächen und Flüssen lebt. Gut, dankeschön.
Sie ganz herzlich hier in Adorf und euch ganz herzlich hier in Adorf im Heimatmuseum der Stadt begrüßen. So, wir sind hier am Stadtmodell. Das Freiberger Tor ist dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden. Das Stadtmodell wurde gefertigt nach dieser Zeichnung, die Sie da drüben sehen, vom Oberlandbaumeister Tillich. Stellt Adorf um 1629 dar. Der Oberlandbaumeister Tillich hat also sehr viele Stadtansichten in Sachsen gezeichnet und ein Großteil ist in Dresden in irgendeinem Festsaal dort an den Wänden wiederzufinden. Adorf wahrscheinlich nicht, dann wurde die Stelle etwas zu klein. Die Besiedlung des Ortes erfolgte unten am Wasser, an der Weißen Elster. Was Sie also hier unten sehen, ist von Bad Elster kommend, die Weiße Elster, die hier abfließt dann Richtung Elsnitz. Und von hier drüben kommt der Schwarzbach oder Floßbach, der also aus dem Landsgemeindetal über Erlbach, Markneukirchen zu uns herunterkommt nach Adorf. Und unten an der Elsterbrücke, was jetzt die größte Baustelle ist, zurzeit im Ort noch, die aber bald beendet sein wird, hoffentlich. Dort ist der Zusammenfluss zwischen Floßbach und Weißer Elster. Später wurde die Stadt dann auf diesen Hang hier oben weiter aufgebaut und errichtet. Es wurde rechtzeitig schon eine Holzmauer errichtet und dann später diese hier in Stein. Teile der Stadtmauer sind also in diesem Bereich hier am Graben und hier oben rum noch erhalten. Das ist die Friedhofskirche, die Sie hier in dieser Richtung sehen. Friedhof ist auch noch an dieser Stelle. Durch die Stadt gab es zwei große Durchfahrtstore. Das war einmal hier das sogenannte Freiberger Tor, weil wir hier in dieser Richtung einen Ortsteil Freiberg haben. Und hier das sogenannte Bader Tor am Gasthof zum Schwarzen Bären. Das ist also diese Richtung durch. Das Bader Tor deshalb Bader, weil dort waren die Bader angesiedelt, also die Badestuben. Der Marktplatz hatte schon immer diese große rechteckige Form. Früher waren aber die Häuser mit den Giebeln zum Markt gebaut und mit den breiten Dachflächen aneinander. Das hat natürlich gute Angriffsflächen geboten. Und so ist Adorf auch mehrmals durch Brände vernichtet worden. Teilweise die halt durch Leichtsinn oder den damaligen Feuerstätten entstanden oder halt durch Kriegshandlungen. Das Rathaus war damals richtig gehärtet hier an dieser Ecke, wo heute das Amtsgericht ist, an dieser Stelle. Heute ist das Rathaus an dieser zu finden, seit 1896. Diese kleineren Tore waren alles nur Fußgängerzugänge und so war eigentlich die Stadt ringsum bewährt. Auf dem Marktplatz gab es verschiedene Handelshäuser. Es waren also alle Handwerksgewerbe, die es in der damaligen Zeit gab, vorhanden. Es war auch Orgelbau vorhanden, die Gebrüder Trampeli. Das ist also der Name. Hieß ursprünglich Trampel und die haben sich dann das I hinten angehängt, dass das ein bisschen italienisch geklungen hat. Die hatten also damals auch schon sogenannte Künstlernamen, wie halt heute die großen Schlagerstars. Hier war die Posthalterei auf dem Marktplatz auch, hier übernachtete Goethe bei einer seiner Reisen nach Franziskal. Er kam hier an einem schlechten Wettertag an. An einem Abend und hat dann beim Gasthof zum Goldenen Löwen übernachtet. Gasthof Goldenen Löwen war ja einer der ältesten Gasthöfe in Deutschland, der im Besitz einer der Familie Klanner bis in die 20er Jahre war, des vorigen Jahrhunderts. Die Kirche war schon immer auch an dieser Stelle unten und daneben die Grundschule, so wie es noch heute am Kirchplatz zu finden ist. Diese Kirche oder die Vorgänger sind alle abgebrannt. Also der letzte Kirchenbrand in Adorf war 1904. Da hat man Dohlennester ausgeräuchert an einem schönen warmen Augusttag. Und die haben natürlich zu diesem Kirchenbrand geführt. 1906 wurde die Michaeliskirche in der heutigen Form wieder aufgebaut. Und wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir nach der Museumsführung
dann die Michaeliskirche nach der Renovierung. Sie wurde also erst in diesem Jahr im April wieder eröffnet, nach zweijähriger Renovierung im Innenraum dann besuchen können. Also hier in den Gewässern im oberen Fruchtland gab es Perlmuschelvorkommen und die Familie Schmerler, die also aus Oelsnitz stammte, hat über Jahrhunderte immer wieder diese Gewässer im oberen Fruchtland abgefischt, die haben nachgeguckt, sind die Perlen reif, dann wurden sie entnommen. Sie konnten die Perlen auch nicht behalten, die mussten sie an den Hof nach Dresden schicken. Wenn sie einmal nach Dresden ins Gewölbe kommen, dort können sie, halt lesen die Schöpfen, da wird es dann können sie diese Perlketten aus dem Vogtland im Original bewundern. Wir haben leider nur ein Foto da. Und diese Familie Schmerler hat sich halt so um 1850, diese Nachkommen immer wieder Schmerler. Und diese haben sich halt um 1850 gedacht, aus den Muscheln kann man ja auch noch etwas anderes machen. Und damit entstanden eigentlich die Anfänge der Perlmutterindustrie. Sie haben zunächst aus den Muschelschalen einfache Sachen gemacht, kleine Necessaires, kleine Portemonnaies, Uhrenhalter und verschiedene Sachen. Und das hat sich natürlich dann immer weiterentwickelt. Es wurden sehr viele Belegarbeiten durchgeführt, sodass in der Blütezeit bis zu 600 Mann dann in der Perlmutterindustrie beschäftigt wurden. Das war für Deutschland der größte Standort, mitten im Binnenland. Und man hat aber dann diese, nicht mehr diese Süßwassermuscheln verwendet. Man hat halt später dann Material eingeführt als Übersee. Die Seeleute brachten Material mit, das wurde aufgekauft. Und so wurde immer mehr solches Material eingeführt. Und damit sind die großen Belegarbeiten bestanden, die Sie in den beiden Räumen da drüben sehen dann. Man hatte auch aus Bayern, da gibt es auch Flussperlmuschelvorkommen. Im Oberpfälzer Raum hat man also 100.000 Muscheln noch einmal eingeführt gehabt. Aber das wurde dann schon aufgrund des Naturschutzes gestoppt. Wie gesagt, in der Blütezeit bis zu 600 Personen. In der Perlmutterindustrie teilweise in Heimarbeit oder in kleineren Fabriken beschäftigt. Zur Weltwirtschaftskrise ging dann die ganze Produktion etwas zurück. Man hat natürlich sehr viel auch nach Amerika geliefert. Und in Amerika entstanden dann Selbstfabriken, wo Perlmutterprodukte hergestellt wurden. In den 40er Jahren, 1940 rum, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dann gab es ungefähr noch 45 bis 50 Personen, die in der Perlmutterindustrie arbeiten. Das ist dann immer weiter zurückgegangen. Und endgültig wurde die Produktion in den 80er Jahren eingestellt, nachdem die DDR dann für die Einfuhr der Muscheln keine Devisen mehr hatte. Und die letzten Betriebe, die dort noch gearbeitet haben, haben dann für die erzgebirgische Produktion, haben sie halt Pyramidenfiguren und solche Sachen komplettiert. Die alten Handelsstraßen von Leipzig über Plauen kommend gingen hier durch die Stadt und gingen hinunter über die Weiße Elster, von da natürlich wieder auf die Höhen. Die Höhen um Lendengrin, Stressel, Schönlind, Landwiest, Rohrbach und von da hinüber nach Eger. Das war die eine große Route ins Böhmische und die andere führte dann hier an der Stadtmauer vorbei in Richtung Asch und von da dann hinunter nach Nürnberg. Das waren die zwei Haupthandelsrichtungen. Die andere Straße nach Markneukirchen hatte nicht so die große Bedeutung. Natürlich gab es damals noch nicht diese Kunststraßen in den Tälern. Die Täler waren nass und wurden von den Pferdefuhrwerken gemieden. Also man ist immer auf den Höhen entlang gefahren, hat die Täler mal gequert und dann immer wieder hoch ins Gebirge. Deshalb war ja hier auch dann die Umspannerei, die Posthalterei. Hier waren die ganzen Geschäftshäuser, wo die Waren neu zusammengestellt worden sind. Und es waren aber auch Ackerbürgerhäuser. Und Ackerbürgerhäuser bedeutete, dass halt die Leute neben dem Gewerbe alle noch Landwirtschaft hatten. Deshalb waren damals auch die Scheunen in der Stadt am Anfang. Aber nach den vielen Bränden hat man doch die Scheunen dann vor die Stadt hinausgelegt. Und wer in Richtung Amstrin geht, da ist heute noch ein sogenannter Scheunenweg, wo man also eine Scheune an der anderen vorfindet. Weiter ging es mit der Textilindustrie.
Adorf war vor allen Dingen bekannt durch die Teppichwerke, früher Artorus, dann Klavi und nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, Halbmondteppiche. Es ist Ihnen bestimmt auch vielen ein Begriff. Hier in Adorf wurden also vorwiegend Webteppiche hergestellt und die Webteppiche in einem besonderen Verfahren als Doppelteppiche. Es werden also mit einem Mal zwei Teppiche gewebt, die werden dann in der Mitte auseinandergeschnitten und der Teppichflor, der wird dann am Ende auf eine gewisse Höhe abgefräst. So hat man also mit einem Produktionsgarten zwei Teppiche. Das ist früher auf großen Chagat-Webstielen erfolgt. Das Verfahren wurde auch hier in Adorf entwickelt. Heute gibt es die Teppichproduktion noch mit der Halbmond in Elsnitz zusammen. Es ist jetzt unter englischer Wirtschaftsführung. Es sind ca. 100 Personen dort noch beschäftigt im Werksteil Adorf. Es gibt dort neue computergesteuerte Webstile. Also es ist nicht mehr so, früher, wenn man, die Teppichproduktion war sehr aufwendig von der ganzen Bestickung der Webstile. Es war also für jeden Webstuhl ein Aufstecker da, der halt immer wieder die Garnrollen nachsteckte. Und die vielen Muster, das musste alles zusammenlaufen über die Jacquard-Karten. Und heute macht man das über computergesteuerte Webstile. Das bedeutet, dass ich jetzt nach Bestellung arbeiten kann. Balken da in diesem Gebäude so rau aufgeraut, so stark? Also das Aufrauen oder Anschlagen hat man gemacht, dass der Putz hält. Man hat also früher noch kein Ziegelgewebe gekannt und das war die einfachste Art. Wenn Sie dann draußen an das Fachwerk gucken, da sind die Balken auch alle angehauen und im Innenraum, das hat man freigelegt, dass man halt das Fachwerk mal erkennt. Ne? So wie man beim Deckenputzen ja vermutlicherweise auch Strohgeflecht genommen hat, um dieses haltbar zu machen. Sicher, ganz einfach war natürlich früher halt Strohgeflecht, das war das Natürlichste, was man gehabt hat. Und wie gesagt, später halt dann diese Sachen mit diesem Ziegelgeflecht. Schönen Dank. Sehr.
Renaissance, haben versucht, die Renaissance ein bisschen nachzubauen. Beachtlich ist bei solchen Kirchen fast überall, dass man es erst mal versucht hat, mit modernen Baustoffen solche riesen Kuppeln zu bauen, große freitragende Kuppeln zu bauen. Die größte dieser Kuppeln steht ja in Breslau, die Jahrhunderthalle. Die ist ja, kann man überhaupt nicht beschreiben, wie riesig es ist. Aber das Prinzip ist das gleiche. Man hat in diesen Jahren das erste Mal versucht, mit Spannbeton Gewölbe zu bauen. War also auch bautechnisch eigentlich eine revolutionäre Leistung. Und auch diese schlichte Ausmalung ist eigentlich typisch für solche Kirchen, weil man da eigentlich, wie immer in der Renaissance, einschwingt zum Ursprung zurückkehren. Das war das Schlichte, das Einfache. Die etwas, die Holzarbeiten, die so ein bisschen nach Barock aussehen, finde ich, passen nicht so richtig stilecht hier rein. Aber man hat es halt damals so gewollt. Ne? Und das ist also eine Orgel von diesen Trampelin. Ja, also hier in Adolf Anselm war und hier im Vogt eine ganze Reihe von Kirchen gebaut hat. Ne? War also eine sehr doch bedeutende Orgelbauschule um die Jahrhundertwende. Ich habe mal schnell durchgezählt, also nur überschlagsweise. Also hier unten passen ungefähr 600 Leute rein ins Schiff. So eine Empore, vielleicht noch mal rechts und links 200, schätze ich mal. Also 1000 Leute bequem können hier mit Sitzplatz untergebracht werden. Natürlich völlig überdimensioniert von der höchsten Verhältnissen.